I can only imagine. Das hat man immer mal wieder, nämlich dass ein Film eine Entstehungsgeschichte schildert von etwas, das man kennt, von einem Film, von einem Buch, von einem Lied. In diesem Fall ist es ein Lied, nämlich die Single I can only imagine, eine der erfolgreichsten Singles aus den USA aller Zeiten. Mir ist sie ehrlich gesagt nicht so präsent. Und der Film ist eben die Geschichte des Schreibers, das ist Bart Millard. Und der Film ist einerseits oder eigentlich hauptsächlich Biografie eben jenes Bart Millards. Und auf der anderen Seite eben wie am Rande des Ganzen das Lied zustande kommt. Das ist die Rahmenhandlung, dass Bart mit ein paar Leuten in einem Raum sitzt und denen sagt, ich erzähle euch jetzt meine Lebensgeschichte. Und so haben wir dann etwa 1,5 Stunden Film, an deren Ende es dann zum Schreiben des Liedes kommt. Und so werfen wir vorher einen Blick auf diese Person. Das ist dann eine Mischung aus diversen Schwerpunkten, wobei ich da so meine übliche Rede halte. Ich glaube nicht, dass sich das Leben in eine Filmdramaturgie quetschen kann. Das heißt, wenn der Film das, was wirklich passiert ist, authentisch wiedergeben würde, wäre es wahrscheinlich schreiend langweilig. Und wenn es so wie hier unterhaltsam aufbereitet ist, sind bestimmt die ein oder andere dramaturgische Überspitzung oder sonstiges daran zu finden. Kann man allein an einer Einstellung kurz vor Schluss festmachen. Da wird aus Leibeskräften ein Name gerufen. Und hätte man die Szene, würde der Name Adrian lauten, würde es einen Millimeter genau an einen anderen Film erinnern. Aber generell ist es einfach die Biografie von jenem Bart Millard, der wächst auf dem Land bei seinem Vater auf. Und das ist eigentlich auch schon der Schwerpunkt. Der Vater, gespielt von Dennis Quaid, ist das ultimative Monster. Also ich weiß nicht, ob Quaid hier irgendwie nach dem Oscar gelangt hat. Also dafür wird es sicherlich nicht reichen. Aber er hat hier wirklich eine komplett heftige Charakterrolle übernommen und er spielt diesen bösartigen, grausamen, miesen Vater als den Satan in Menschengestalt. Kann man nicht anders formulieren. Und ich bin beeindruckt, dass ein Darsteller wie Dennis Quaid, den ich eigentlich sympathisch finde und liebenswert normalerweise, hier so einen Biest spielen kann. Jedenfalls, er macht seinem Sohn Bart das Leben zur Hölle. Der hat im Laufe der Zeit bei sich entdeckt, dass er gar nicht mal so schlechter Sänger ist. Das heißt, er hat irgendwann die Nase voll und haut nach der Schule von zu Hause ab. Und der Film schildert dann eben, wie er so ein wenig durch die Gegend zieht, sich einer Band anschließt und dann irgendwann erkennt, dass er die Sachen mit seinem Vater unverarbeitet zurückgelassen hat. Das heißt, er kehrt nach Hause zurück, um die Sachen ins Reine zu bringen, beziehungsweise sich von der Last seiner Vergangenheit zu befreien. Das sind eben diese zwei Ebenen. Zum einen ist es die Biografie eines Musikers, der mit seiner Band herumzieht, versucht Erfolge zu haben, Rückschläge erleidet. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt diesen Part, wo er dann wieder zu Hause ist und mit seinem Vater die Dinge ins Reine bringen muss. Die widersprechen sich nicht, aber es sind halt zwei ganz unterschiedliche Schwerpunkte, auch wenn aus dem einen das andere entspricht. Der Film überrascht aber trotzdem, und zwar mit einem Hauptdarsteller namens J. Michael Finlay. Wenn ich bei IMDb nachgucke, finde ich aktuell nur einen einzigen Titel. Der Typ hat wirklich nur diesen Film gemacht, aber er ist eine unglaublich präsente Erscheinung und eine so herzliche Figur. Ich meine, das Drehbuch macht aus ihm einen strahlenden, tadellosen Saubermann. Aber auch zu Beginn des Films gibt es ihn als Jungen zu sehen, das ist ein anderer Darsteller. Die Figur, die er spielt, die ist einfach so positiv, so grundgut. Da kann man sagen, ja, ist leicht gemacht, aber auf der anderen Seite, es ist auch schön, mal so eine positive Gestalt nochmal so zu sehen und mit ihr filmisch Zeit zu verbringen. Ansonsten arbeitet der Film halt viel mit Musik, funktioniert auch ganz gut, hat einige sehr kräftige und super inszenierte und super gesungene Musikeinlagen. Ja, die Dramaturgie mit den Vaterszenen oder so, passt alles. Also, mich hat der Film jetzt komplett überrascht, weil ich hatte ehrlich gesagt noch nicht groß von ihm gehört. Kommt jetzt in meiner Sneak Preview und ich konnte mich völlig unvorbelastet darauf einlassen. Leider hat der Film einen Nachteil, das sind die letzten 30 Sekunden. Es gibt jetzt hier keinen Mega-Spoiler. Ich könnte das jetzt ausführen, es wäre nicht schlimm. Aber der Film betont im Abspann noch eine Sache, die ich für nebensächlich halte. Hier wird aber so militant darauf hingewiesen. Das ist ungefähr so, als würde man einen Actionfilm gucken, an dessen Ende das Militär entscheidend eingreift und im Abspann liefe ein Werbespot für das US-Militär. So ist es hier nicht, aber irgendwie doch so ähnlich. Und deswegen haben mir die letzten 30 Sekunden den Film ein wenig verleidet, was schade ist, weil ansonsten stimmt an dem Ding so gesehen das meiste. Das heißt, viel Musik, viel Gefühl, sympathische Darsteller. In manchen Punkten kann man sich so ein bisschen dran aufhängen. Zum Beispiel, dass abgesehen von der Hauptfigur und dem Vater eigentlich keine Figur richtig ausgefleischt wird. Das heißt, der schließt sich einer Band an, das wird mit 20 Sekunden Szene abgearbeitet, dass er da einfach eine Bandprobe hört, sagt, hört mal, ich schreibe übrigens auch Lieder,
dann ist er mit denen schon unterwegs. Irgendwann später im Film sagt er, wir sind keine Band, wir sind eine Familie. Ich glaube ihm das. Aber im Umkehrschluss haben wir nie irgendeinen näheren Bezug zu den anderen also Bandmitgliedern bekommen. Deswegen generell, der Film wird, glaube ich, relativ klein und unbeachtet laufen. Aber wer sich für Musikfilme interessiert und das so viel, sage ich mal, so pauschal in den Raum, wer relativ gläubig ist, der kann sich mit diesem Film mal versuchen. Ich selber war jetzt überrascht, weil ich mit null Erwartungen rangegangen bin, weil ich ihn nicht kannte. Kann aber gerade eben deswegen sagen, ein großartiger Film, sehr emotional und von mir gibt es 4 von 5 Punkten dafür. Wie seht ihr das? Kennt ihr das Lied und habt ihr von dem Film gehört? Habt ihr Interesse daran? Das und was auch immer euch einfällt, haut es doch mal rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.